Spionageschule, 30. Mai 1944. Den Ort des Treffens finden. Irgendwo im Beaumont Saint-Denis wird Operation Krake besprochen. Finde heraus, wo, und erhalte weitere Informationen über den Geheimplan der Nazis. So sieht's aus. Also, schauen wir mal. Wir starten. 3, 2, 1. Psst. Mulder's still out there somewhere. But I've uncovered a dossier referring to something called Operation Kraken. The dossier also details a high-level meeting about to take place at Beaumont Saint-Denis. In attendance, Fregatten Kapitän Seidel, Kriegsmarine German Navy, Obersturmbannführer Richter, Ostland SD Nazi Foreign Intelligence, Obersturmbannführer Sauer, Mulder's representative, Hauptmann Bruhl, Head of Security. Local resistance says he's a crack shot. It's quite the guest list. Operation Kraken has to be something big, but that's never stopped me before. High-ranking Nazi officers, highly secure fortress, shouldn't be a problem. Ja, die Insel absuchen. Fabian Richter. He's on SOE's kill list and this meeting's guest da redet list. Irgendjemand. Lucky him. Wenn du dich umdrehen würdest, würdest du mich sehen. Ja, ich sehe dich. Das heißt. Okay. Ich würde mal sagen, dann gehen wir mal, ne? Mhm. Die Insel absuchen. Wir machen mal eben die Karte auf, damit wir einmal ein bisschen Überblick haben. Naja, viel ist da noch nicht gesehen worden, ne? Also wir sind jetzt, wo sind wir denn? Ja. Wir müssen Richter, Seidel und Brühl, die müssen wir alle irgendwie, die wollen alle irgendwie kirpsen. Wir müssen jetzt erstmal hier langlaufen. Ja. Da kommen wir nicht lang. Eigentlich ist ja der Weg ja immer vorgegeben, ne? Naja, richtig. Ui, das, oh, das sieht aber schön aus. Gucken wir mal. Ui. Damit das immer ein Bild. Wow. Macht. Was ist Bild? Wow. Oh, da unten. Ich sehe welche. Ja, Dito. Ich sehe einen Scharfschützen. Komm die hoch? Ja, markieren. Warte. Wie war nochmal fair? Staff car. B. Must be one of the meeting attendees. Ich habe ja den ersten. Ja. Timo Adler. Ja. Hat den Exerzierschritt nicht wirklich gelernt. Wenn er ihn versucht, spannt er seine Oberschenkelmuskulatur zu stark an und fällt um. Wen haben wir denn dann noch? Da ich habe einen Scharfschützen, den Daniel Niemeyer. Ja. Der war in der SS auf der Überholspur unterwegs und widersetzte sich jedoch dem Befehl einen englischen Gefangenen hinzurichten und wurde daraufhin degradiert. Und dann ist da noch einer bei. Das ist, glaube ich, der erste, den wir wegmachen müssen. Nee, da ist noch einer im Hintergrund. Den können wir noch nicht wegmachen. Da lief gerade. Ja, ich habe hier noch einen. Und zwar hier, der hier. Den der Philipp Auerswald. Ach so. Der läuft hier noch hinter ihm lang. Den können Sie jetzt gleich sehen. Der kommt ins. Ja, ich habe einen anderen im Blick. Warten Sie. Und zwar ist halt der Philipp Auerswald, ihm geht das Gesicht eines französischen Jungen. Boah, der bleib doch mal stehen, Junge. Ich kann das hier nicht lesen. Also ich habe den Rainer Krüschner hier, Aushilfsbunker, zeichnet seine Enigma-Übertragung immer mit dem Gruß und Kuss an. Okay, also ihm geht das Gesicht eines französischen Jungen, den er beim letzten Mal mit dem Bajonett getötet hat, nicht mehr aus dem Kopf. Ja, kann ich verstehen. Mal alles genau nachgucken. Ja, naja, genau, hier sind viele böse Jungs. Vielleicht haben wir auch noch einen zweiten. Ich bin mal so alle. Ah, ich habe da noch einen. Ein Offizier. Oh, sehr schön. Aber den kann ich jetzt im Moment nicht
weil der da irgendwo hinter den Dings rumläuft. Aber er ist zumindest schon mal markiert. Da war noch einer, scheiße. Weil da laufen viele rum. Ja, ja. Das ist nicht gut. Das ist eine richtige Stellung halt. Da sind auch zwei Mopedfahrer. Da. Die habe ich auch markiert. Alles markieren, ganz wichtig. Ja, wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man das machen, aber. Puh. Da hab ich auch noch also der Scharfschütze ist aber derjenige, welcher der zuerst weg muss. Da oh, ist noch Alarm. Hier ist noch einer. Und zwar der Julius Brotmann. Der kann eine Luger in 60 Sekunden auseinanderbauen, reinigen und wieder zusammensetzen. Da habe ich den ich halt nicht sehen konnte. Den Marius Böll hat seine Kinder Adolf und Eva genannt. Ja, und dann habe ich hier noch den David Röhr. Ich habe gerade den, ja, warte mal. Er macht für jeden Mann, den er getötet hat, eine Kerbe in seinen Gürtel. Da oben haben wir auch noch einen. Ich sag dir gleich, wie den Dings hier. Das ist ja der Tim Clinch. Oh, der hat auch hat dafür, sag mal ruhig, hat dafür gesorgt, dass sein Neffe auf Güsenay stationiert ist, um seine Schwester einen Gefallen zu tun. Ich glaube, das wäre der Erste. Der Sören Krieger, der hat auf dem Bauernhof seiner Familie immer auf Raubvögel geschossen. Das ist der Scharfschütze oben. Oh. Über den Lautsprechern da steckt der. Ach da, den da. Hör irgendeinen reden. Ja, ich auch. Wir müssen auf jeden Fall hier die untersten erstmal alle wegmachen. Ist auf der Brücke denn noch jemand? Da, ich hab's geahnt. Da habe ich noch jemand. Ja, ich sehe da hinten. Den Johannes Wehhausen. Kann Einrad fahren und dabei jonglieren. Ist jedoch bei seit Beginn des Krieges aus der Übung. Dann habe ich noch den Albert Wiener. Der hat seinen jüngeren Bruder als Kommunisten gemeldet. Als sich sein Vater daraufhin von ihm distanzierte, hat er auch ihn gemeldet. Der ist am Strand unten. Das heißt, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das alle sind, die wir da markiert haben. Garantiert nicht. Auf jeden Fall haben wir schon mal welche markiert, die wir sehen können. Und die müssen wir uns ganz leise holen. Oh, da ist noch einer, warte. Ja, mal markieren. Und zwar der Andreas Pfliefer, der fährt zum Urlaub oft nach Paris und hält sich für einen wahren Ladykiller. Den Daniel Niemeyer schon vorgelesen, den Schaffel? Ja. War in der SS. Oh, warte mal, hier ist noch einer, ja. Und zwar der Yannick Buchwald, der war vor dem Krieg Postbote. Moment. Ah, jetzt ist er gerade hinterm Stein. Der war vor dem Krieg Postbote und was danach kam, sage ich ihm sofort, wenn er sich mal bewegen würde. Aber der bleibt jetzt hinterm Stein. Der bleibt hinterm Stein, aber ich hab ihn. Da ist er. Doch. Postbote und hätte seinen Spaß daran, Pakete an falsche Adressen zu liefern. Und hatte seinen Spaß daran. Na, was ein. Ne? So machen die sich ihren Spaß. Dann habe ich ihn noch einen im Auto. Und zwar den Alois Kellaners. Keine bekannten Informationen zur Hand. Oh. Also aus der Entfernung treffen wir die nicht. Der sitzt da im Auto drin. Ne? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aus der Entfernung. Ja, wir müssen uns anpirschen. Geht nicht anders. Ich pirsch mal. Ich pirsch mal zuerst. Okay. Wir müssen nur aufpassen, hier geht's runter. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht eventuell den Leuten die Arme. Ich rücke mal nach, ja? Noch nicht? Ja, sie können rücken. Oh, der Scharfschütze da oben, der blinkt hier. Da sind drei. Warte mal. Ah, stopp! Da ist noch ein Scharfschütze, ich sehe es gerade. Oh, ich habe einen Adler. Nee, gar nicht wahr. Ein Wasserspeier. Hä? Ist das ein Adler oder ist das ein Wasserspeier? Ja, markier den doch. Ja, hab ich. Sind das Wasserspeier. Oh, warte mal, hier ist er. Scharfschütze. Der Richard Schleiermacher, der liebt den Duft von Kardit an Morgen. Der wurde mir gerade noch unbedingt sehr, sehr unübersichtlich. Ja, hier ist sehr viel. Das ist sehr heftig, dieses ganze Gelände. Warte mal, hier sind noch Autos. Hier ist auch noch einer am Auto. Glaube ich, habe hier gerade eine Bewegung gesehen. Aber ich glaub, also wir könnten Ablenkungsmanöver starten. Ja. Und zwar am Strand steht ein Fass mit Sprengstoff.
Da habe ich einen. Oh, hier sind noch mehr. Warte mal. Einmal der. Daniel Brunn ist wie Hitler Vegetarier geworden. Da es leider nur wenige vegetarische Rationen gibt, würde er alles für eine Ofenkartoffel geben. Ja. Und da oben ist noch einer. Und dann haben wir halt hier noch den. Den Benjamin Lindenbaum ist überzeugt also davon, Adolf Hitler uneheliches Kind zu sein. Das ist zu gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Und da war noch einer im Bild, der ist aber schon wieder weggegangen. Mal gucken, ob der gleich nochmal wiederkommt. Ich weiß nicht, sollen wir erstmal warten, bis ich den wieder im Bild habe, damit wir den auch markiert haben? Also ich sag dir jetzt schon, ne? Es wird schwer, ja. Das wird sehr, sehr schwer. Ist ja immer bei solchen Gebieten, wo man... Da oben, ganz oben ist ein Fenster offen. Das gefällt mir auch nicht. Halt, hältst du das mal bitte im Auge? Was für ein Fenster? Ganz oben an dem Turm, da ist ein offenes Fenster. Ja, das sehe ich gerade. Ja. Ob da eventuell jemand auftaucht, ich möchte gerne... Ja, ich hab's im Auge. Ich möchte gerne nochmal hier diesen einen, den ich nicht markiert hatte, weil er so schnell raus war, der hier nochmal ins Bild kommt, weil dann haben wir wieder einen mehr. Da decken sich alle irgendwie gegenseitig, das ist schwierig. Also einfach wird's nicht. Na gut, wenn wir jetzt hier von der Brücke weg haben, wir können uns ja langsam nach vorne arbeiten. Ja, aber du wirst über die Brücke nicht kommen, das kannst du vergessen. Ja, aber vielleicht gibt es ja noch andere Wege. Guck mal, ob man hier... Also hier wäre es sehr interessant, wahrscheinlich hier einen Adler zu finden. Oh, ah, da war er wieder. Schitte. Hm, Mann. Der ist nur immer für einen ganz kleinen Augenblick zu sehen. Naja, du weißt ja, wo er ist. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Wir kommen ja nicht von da. Wir gehen ja jetzt nicht darüber. Wir gehen ja von der anderen Seite. Und dann kann Leute, der uns hier einen Adler zu finden, ne? Das ist praktisch... Ja, du hast natürlich jetzt an den ganzen Gebäuden irgendwelche Zinnen und irgendwelche... Unmöglich eigentlich. Irgendwelche Stucks, die... Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist da ja einer bei. Also ich halte jetzt mal hier drauf, dass, in der Hoffnung, dass der dann doch nochmal auftaucht. Mhm. Weil den möchte ich gerne haben. Sehr, sehr schwierig. Taucht so alle paar Minuten nur einmal auf. Genau an dieser Ecke. Wasserspeier. Ja, auf den kann man schießen, auf den Wasserspeier. Dann kann man da, kann man den Scharfschützen da hinten schon mal. Aber einen Adler sehe ich hier nicht. Ah, der ist, den kriege ich nicht. Adler sehe ich hier nicht. Warte mal, ich guck mal eben. Ein bisschen weiter hier rüber gehe. Vielleicht habe ich da ein bisschen. Hier ist auch nochmal ein Lautsprecher. Ich komme mal eben eine Etage weiter, dann kann ich vielleicht ein bisschen den Winkel verkürzen. Ich muss nur aufpassen, dass der Scharfschütze mich da oben nicht sieht. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht kann ich dadurch den Winkel ein bisschen verbessern. Komm mal wieder zurück zu ihm. Hier ist auch noch einer. Haben Sie gehört? Ja, der Jan Schreiber ist Vegetarier und Sohn eines Metzgers. Ich komm mal wieder zurück, weil bis jetzt sieht man uns nicht. Früher überhaupt schon mit den Vegetariern. Ich glaube, ich habe auch die falsche Knarre dabei. Weil unser Zielfernrohr hat nicht so eine Reichweite, dass man die Scharfschütze von hier aus erledigen könnte. Okay. Da würden wir nicht treffen. Ich guck mal, ob ich den einen jetzt. Hoffentlich komme ich auch da wieder hoch. Ja, ich hab's gerade, ich komme da nicht hoch. Naja, ist egal. Dann bin ich eben halt mal unter. Also ich habe jetzt einen Ticken mehr an Weg. Ich hoffe, dass ich den jetzt hier gleich kriege. Wie kann man sich nochmal ducken? Normal mit STRG, ne? Ah, jo. So, ich versuche den zu kriegen, wenn der hier gleich lang läuft. Der kommt ja gleich wieder. Ich glaube, der läuft da immer um den LKW rum. Also ich brauche den einen Ticken länger. Ich habe jetzt einen Ticken mehr. Ah, da kommt er. Komm, gib ihn mir. Da ist er. Ja, ich hab ihn. Wer immer das ist, ich hab ihn.
Okay. So, dann komm jetzt. Oh, da oben der Scharfschütze, der hat uns genau im Blick. Komm. Ja. Komm hier runter. Komme. Also ich erscheine. So, wir gehen jetzt mal weiter. Jawohl. Sonst wittert hier nichts mehr. Ja. Es gibt eine Möglichkeit, da oben lang zu laufen, aber dann ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, wir sind hier unten rum besser. Hm. Kommt drauf an. Vielleicht haben wir oben auch noch welche stehen. Soll ich mal hochgehen? Da war ich doch schon. Ach, da warst du schon. Da oben ist keiner. Verstanden. Wir müssen uns die jetzt alle leise holen. Ja. Deswegen gehen wir von Gebusch zu Gebusch. Gebusch. Verstanden, der Stapselwelbe. Sie wissen, ich bin Ihnen treu ergeben. Wenn Sie einen Auftrag für mich haben, geben Sie mir weiter. Da ist noch jemand, den wir nicht markiert haben. Ja, ich sehe ihn. Wo ist er? Da ist er. Und so? Ja, mach. Ich hab's nicht gesehen. Du hast ihn. Der Josef Horninger, der hat durch Kämpfe und Bombardierungen seine gesamte Familie im Krieg verloren. Meine Güte, tauchen immer wieder welche auf, Leute. Das Problem ist, dass wir den Scharfschützen immer noch nicht kriegen. Das ist das Problem. 300, ja. Nee, den können wir auch nicht wegmachen, den da im Turm. Das war der andere dahinter. Nee. Können wir alles vergessen. Und das Problem ist, dass ich glaube, ich habe, glaube ich, keinen. Ja, da ist das Problem. Scheiße. Ich hab Scheiße gebaut. Warum? Ja, weil ich auf meiner Scharfschützenknarre keinen Schalldämpfer drauf habe. Der macht das doch eben. Ja, wo denn? Kannst du das jetzt nicht ausrüsten? Fertigkeiten? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Doch, oder? Nee, kann ich nicht. Oh Mann! Bleiben Sie ruhig. Scheiße. Die Frage ist, wenn wir, die andere Moon genommen hätten, die nicht tödliche, hätten die dann gedacht, der ist nur, schläft nur? Na, nee. Also eins ist ja schon mal klar, wenn du einen triffst und der kippt um und dann einer merkt das, dann rennen die doch dahin. Ja, richtig. Und dann wecken die den wieder. Das heißt also, im Endeffekt schmeißt du nur Muni weg. Mhm. Oh Mann, ey, wie viele sind denn hier, ey? Die Strand sind so viele. Hm. Jesus. Ja, wir müssen uns einen Plan überlegen. Leute, ihr seid dabei. Ich gehe mal hier den Plan lang. Mal gucken, ich gehe jetzt noch mal durch. Oh, mich sieht er da, scheiße. Ja, Vorsicht, bitte. Ich gehe mal durch, ob ich hier noch einen Adler finde. Ich sieht einer, ich hat einer gesehen. Ja, der kommt, der kommt! Scheiße, mich hat einer gesehen. Komm weg! Grass could make some useful cover. Oh yeah. Komm weg! Lass ihn ruhig kommen. Fucking. Hm, Gras, der haut wieder ab. Kann ja ein Steinchen schmeißen. Wie denn? Geht doch gar nicht. Ach nee, Trillerpfeife können wir. Kannst du mal machen. Meinen Sie, soll ich machen? Ja, versuch doch mal. Pfeif doch mal rein. Ja, dann. Ja. Na. Du musst die hier anlocken, da bringt alles nichts. Ja, wir holen uns die nach und nach. Gehen hier ins Gebusch. Wie hast du das mit der Trillerpfeife gemacht? Du hältst Q gedrückt und wählst die Trillerpfeife auf. Moment, ich pfeife den mal. Ich pfeife mal eine Runde. Ich glaube nicht, dass wir von hier aus den. Warte mal, der kommt jetzt gerade. Und wie pfeift man? Mit E. Oder F. Ach, das interessiert euch jetzt gar nicht. Wir müssen einen von denen erstmal wegmachen. Das hat alles keinen Sinn. Sollen wir vielleicht doch mal oben rumgehen? Ja, wir können das gerne machen, aber das wird nicht viel bringen. Ich versuch's mal. War ja schon da oben. Bringt dir ja nichts. Kannst du dich höchstens abseilen. Vielleicht haben wir hier von hier oben ein bisschen bessere Sicht noch auf andere Sachen. Oder man geht hier einfach runter.
Geht auch. Ja, können wir ja mal machen. Strand, ja. Vielleicht müssen wir einfach den LKW hochjagen, damit die erstmal dahin laufen. Vorsicht, da ist noch einer, den haben wir noch nicht. Ja, ich sehe den. Da sind zwei. Okay, einmal der Kasimir Adler, der hat Albträume davon, dass er seinen besten Freund. Und den Jakob Straube hat schon immer das Bedürfnis verspürt, nicht zueinander passende Socken zu tragen. Ist zutiefst betrübt darüber, dass er sich bei der Armee nicht möglich. Ja, die müssen weg. Der hat Albträume davon, dass er seinen besten Freund aus Kindertagen im Kampfeinsatz tötet. Miri? Das Problem ist, hier ist auch noch der Fahrer, ne? Der Aufklärer. Mit dem Motorrad. Der fährt doch immer nur hin und her. Ja, ja, aber der fährt genau da, wo wir die. Ja, aber wenn die beiden weg sind, sind sie weg. Komm mal zu ihnen. Hier, der hat ein Geräusch gehört. Aufpassen. Der soll herkommen. Er kommt. Halt den anderen im Auge. Hab ich. Mich bewegen. Wenn der hier drin ist, ist er kaputt. Der kommt, der kommt. Ja, ist ja schön. Schieß hier doch kaputt! Ja, mach ich doch. Mit der Velroth geht das nur nicht so gut. So, hab ihn. Oh, Nummer 2. Ich hab nicht gewusst, welche Taste ich drücken soll. Ich hätte eh drücken sollen. Wäre alles okay gewesen. Hab ich gemerkt. So, haben wir. Vorsicht. Ruhe, du hast eine Granate geschmissen. Ganz toll. Du hast eine Granate geschmissen? Du hast eine Granate. Ich hab überhaupt nichts gemacht. So, wir müssen den hier wegholen. Sonst kommt gleich der Aufklärer vorbei. Na, hol den doch weg. Ich durchsuche den mal. Nothing else to find. Also, der hat nix. Komm ran hier. Bring den mal hier hin. Also, was haben wir gelernt? Wenn einer kommt, müssen wir eh drücken. Eh, okay. Du. Aber zeigt er gar nicht an, ne? Doch, oder bei dir war ja, ganz kurz zeigt er das an. So, die ersten beiden sind weg. Es ist die Frage, gut. Wie geht's denn weiter? Aber dann überlegen wir uns und dann seht ihr beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ganz genau. Tschüss.